Motorradbegeisterung in den 20er Jahren. Zu den Klängen des Zündapp-Marsches festgehalten in einem historischen Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahre 1928, anlässlich einer Zündapp-Sternfahrt nach Nürnberg. Das motorisierte Zweirad war neben dem Fahrrad das erste Verkehrsmittel, das den Jahrhunderttraum von Freiheit und Unabhängigkeit millionenfach in Erfüllung gehen ließ. Zündapp baute das Motorrad für jedermann, billig in der Anschaffung und zuverlässig im Betrieb. In den Jahren 1928-29 entstand ein großzügiger Werksneubau. Ganz im Sinne zeitgenössischer Rationalisierungsgedanken installierte das Unternehmen ein ausgeklügeltes Fertigungssystem. Zündapp war eine der ersten Fabriken Deutschlands, in der die Fließbandarbeit eingeführt wurde. Die im Stile einer gemäßigten, neuen Sachlichkeit gebauten Werksanlagen sind heute noch nahezu vollständig erhalten. 1958 hat die Firma Bosch das Werk übernommen und die meisten der Zündapper weiterbeschäftigt. Einer der wohl ältesten noch lebenden Zündapper ist der Konstrukteur Ernst Schmidt, hier auf dem Weg in sein altes Konstruktionsbüro, das er seit seinem Ausscheiden im Jahr 1958 nicht mehr betreten hat. Ich bin ein Mann mit einem Brett vor dem Kopf, bekennt er freimütig, und er meint damit sein Reißbrett, an dem er die Motoren konstruierte, die er auch seine Lieblinge nennt. Wie etwa dem KS-601-Motor. Die entstanden ist aus der KS-500. Manche haben gespöttelt und gesagt, na, das ist eine schwere Kiste. BMW ist viel zierlicher im Fahren. Das hat mich nie gestört. Wie damals mein erster Chef, Herr Küchen, eintrat, da hat er das Kettengetriebe mitgebracht. Es sollte ein Getriebe werden mit Laufruhe, Geschmeidigkeit, denn die Zahnradgetriebe waren ja eigentlich verhältnismäßig laut. Was aber ein bisschen an Leistung gekostet hat. Ja, es kostet Leistung, die Punchverluste im Getriebe, denn wir mussten ja ein Ölbad haben, für die Kette zu schmieren. Und die Knetwiderstände im Getriebe, die sind natürlich nicht unbeachtlich. Mein zweiter Liebling ist der Flugmotor. Man hat einen Motor gesucht, der nicht viel kostet, der zuverlässig ist, der gewichtlich leicht ist, preislich günstig liegt. Und das war eine sehr reizvolle Aufgabe. Wie Sie vielleicht wissen, sind mit ihm eine ganze Reihe von Weltrekorden geflogen worden. Er hat sich bestens bewährt. Der letzte Rekord war von einem Franzosen nach dem Krieg. Einer derjenigen, der die Konstruktionen von Ernst Schmidt gebaut hat, ist Fritz Frabetz. 1939 kam er als Lehrling zu Zündapp und hat sein ganzes Arbeitsleben hier auf dem Werksgelände verbracht. So kennt er noch den einen oder anderen seiner ehemaligen Arbeitskollegen, wenn er durch die jetzigen Bosch-Werkshallen schlendert. Fritz Frabetz erinnert sich an seine Lehrlingszeit. Ja, also hier, das war mein Schraubstock in der Lehrwerkstatt. Da mussten unten die Brettler rausgemacht werden, weil ich der zweitkleinste war von der ganzen Haufen. Ich konnte nicht richtig raufschauen. Wie sieht es mit der Saaldekoration im Hintergrund aus? War das Normalausstattung? Das war normal, die war immer drin. Die Hakenkreuzfalle? Ja, die Hakenkreuzfalle war immer drin. Am Rundell, da wurde jede Montag früh wurde die Fahne gehisst und am Samstag oder Freitagabend wurde sie wieder eingeholt. Da mussten die ganzen Lehrlinge mussten da antreten dazu. Zündapp war halt einmal ein Rüstungsbetrieb. Da ist auch Munition hergestellt worden, alles mögliche, kleine Panzer haben wir sogar gemacht. Das gewichtigste Rüstungsprodukt war die überschwere Wehrmachtsgespannmaschine KS-750. Zündapp florierte als Rüstungsproduzent so stark, dass zwischen 1941 und 1945 zunehmend Frauen und an die 2000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene beschäftigt wurden, um die Aufträge der Wehrmacht erfüllen zu können. Mit heroischem Pathos warb das Unternehmen für sein Kriegsgerät. Zündapp, zuverlässig an allen Fronten, hieß der Werbeslogan, der die Gespannmaschine geradezu zu einem Symbol der deutschen Kriegsmaschinerie machte. Das Pathos wurde jedoch schnell von der unerbittlichen Realität des Krieges eingeholt. An der russischen Front blieben die 4,5 Zentner schweren Motorradgespanne im tiefen Morast und im Schnee stecken. Nach 1945 stand Zündapp ganz oben auf der Demontageliste der Alliierten. Das Unternehmen baute Mühlenanlagen und konnte so die für die Motorradherstellung unverzichtbaren Produktionsanlagen retten. Dem technischen Direktor Dr. Hermann Popp ist es mitzuverdanken, dass Zündapp ab 1949 wieder Motorräder bauen konnte.
Zündapp begann wieder zu florieren. Und wir haben vor uns stehen zwei Motorradmodelle, die für Zündapp eine sehr große Rolle gespielt haben. Eine KS 601 und eine Zündapp Bella. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass Sie so etwas wie der geistige Vater dieses Bella-Rollers sind. Können Sie uns dazu was erzählen? In der Motorradfertigung hat sich schon eine gewisse Umwandlung ergeben. Dadurch, dass der Zylinder nicht mehr senkrecht stand, sondern der Zylinder nach vorn geneigt war. Und der freistehende Zylinder und der freistehende Motorkörper, also der Motor nur von hinten am Rahmen befestigt war. Und dadurch ist der ganze Motor niedriger geworden. Und da habe ich gesagt, vielleicht wäre es möglich, dass man auf den Durchstieg zur Hälfte verzichtet und diese Tunnel so weit zu öffnen, dass er als Windfang für den Zylinder ausreicht. Der Roller ist ein bisschen zu schwer. Er ist nach meiner Auffassung 5 cm oder 7 cm zu lang, aber er war schön. Auch die Erfindung von der Blume, Bella und der Name, das hat alles zusammengepasst. Tempo und Beweglichkeit, das ist das Gebot der Zeit. Darum freut uns so ein toller, schnittig eleganter Roller. Er wird zur Arbeit abgesetzt, indessen sie zum Markt entwetzt. Während andere sich dort plagen, mühsam schwere Lasten tragen, kauft die Bella-Frau im Sitzen, ohne je sich zu erhitzen. Und ist zuverlässig so pünktlich wieder am Büro. Bella spart dir Geld beim Schmause, nutzt die Pause, ist zu Hause. Sonntags wird die Bella rege, kommt auch ohne Weg zu Wege. Bringt dich aus dem Mief der Räume raus in den Ozon der Bäume. Weich gefedert und behende kurft die Bella durchs Gelände. Und am Abend frisch und munter taucht sie im Vergnügen unter. Doch da naht des Schicksals Tücke, schließt die letzte Parkplatzlücke. Ha! Denkste, denn schon ist der Fall geklärt, ja Köpfchen hat, wer Bella fährt. Sie ist eine Frau mit Köpfchen, die Nürnberger Kulturreferentin Dr. Carla Vorbeck. Während ihres Studienaufenthaltes in England ist sie den Bella-Roller gefahren und wurde damit zum Unigespräch. Ihre Kommilitoninnen nannten sie die Deutsche mit dem Motorrad. Frau Vorbeck, wie lange ist es her, dass Sie zum letzten Mal Bella gefahren sind? Da war ich 24 Jahre alt, jetzt bin ich 49. Also 25 Jahre dazwischen. Und wie fühlen Sie sich jetzt auf dem Motorroller? Noch ein bisschen unsicher, aber man kriegt schon wieder die Abenteuerlust von den 24 Jahren. Ja, hing das mit Abenteuerlust zusammen für Sie? Ganz stark. Also für mich war Motorradfahren wirklich Freiheitsgefühl. Und dass ich mich auch das eine Jahr, wo ich in England studiert habe, völlig frei durch London und ganz Südengland bewegen konnte. Und das war schon toll. Haben Sie den Motorroller von Ihrem Vater geschenkt bekommen? Stimmt. Hatten Sie einen Einfluss darauf, dass es gerade die Bella sein sollte? Nein, hat er mir geschenkt. Und das gehörte damals zum jungen Mädchen-Klischee. Reporterin und Bella war das Ideal. 1958 musste Zündapp in Nürnberg aber trotzdem sein Werk schließen. Was waren die Gründe dafür? Wir haben zu meinen 30 oder 27 Jahren immer nach einem anderen Objekt, Fertigungsobjekt, gesucht, um auf zwei Beinen zu stehen. Und es ist nie gelungen. Unsere Reise nach dem Süden starteten wir frech wie Oskar mit der berühmten Glocknerstraße. Was? Mit diesem Schnauferl und dem unsinnig vielen Gepäck? Ein Riese von einem Berg und so ein kleines Auto? Aber mit einem tapferen Herzen. Freilich, ein tapferes Herz brauchte Zündapp schon, denn Ende der 50er Jahre sank der Absatz von Motorrädern und auch von Rollern drastisch. Das Auto wurde zum stärksten Konkurrenten. Später als andere Hersteller setzte Zündapp 1957 alles daran, um mit dem Janus-Kleinwagen auf dem lukrativen Automobilmarkt Fuß zu fassen. Doch dieses exotisch anmutende Vehikel, bei dem man nicht so recht wusste, wo vorne und wo hinten war, wurde kein Verkaufserfolg. Die ungewöhnliche Sitzposition der Heckpassagiere, sie blickten nach rückwärts, schreckten viele Käufer ab. Daran konnte auch der verstärkte Einsatz von Werbefilmen dieser Art nichts ändern. Der Werksfotograf Anton Haag gibt Auskunft über das Zündapp-Werbekonzept.
Mit Janus und Delfin nach Italien. Wie kam es zu diesem Zünderwerbefilm, Herr Hack? Zündapp in den 50er Jahren war darauf angewiesen, Werbung zu treiben. Und diese Werbung bestand natürlich in diesem Film. Eine ideale Werbung für diese Zeit. Und wem wurde dieser Film gezeigt? Wo wurde er eingesetzt? In erster Linie sind die Zündapp-Händler diejenigen gewesen, die den Film über die Filmtheater ihren Kunden vorgeführt haben. Film wird so ein bisschen auf die Italien-Euphorie der Deutschen als das ideale Urlaubsland in den 50er, 60er Jahren gesetzt. Worin bestand sonst noch das Werbekonzept bei Zündapp? Man muss wissen, dass Zündapp in erster Linie die Werbung betrieben hat über die Zuverlässigkeitsfahrten. In den 50er Jahren hat Anton Haag die meisten der Zuverlässigkeitsfahrten gefilmt. Wie 1956 diese internationale Sechstagefahrt bei Garmisch-Partenkirchen. Hervorstechendes Merkmal dieses Laufes ist der Zweikampf zwischen dem BMW-Gespannfahrer Wiggerl Kraus und dem Zündappmann Werner Kritter. Hier die 190 vor der 200, Kritter vor Kraus. Kraus vor Kritter. Nochmals die beiden Duellanten. Mal sehen, wie das im Zeitlupentempo aussieht. Da, die Schwarze vor der Grünen. So geht das eine Stunde lang zwischen Altmeister Kraus von München und dem neuen deutschen Geländemeister Kritter aus Heilbronn. Was empfinden Sie denn, wenn Sie diese Bilder sehen, Herr Kritter? Ach Gott, die, hier wieder zum Beispiel 200. Hier bin ich wieder hinten und der Weg halt vorne. Das war so ein schönes Gefühl heute trotzdem. Da ich meinem Alter heute noch so fahren kann, bin ich sehr dankbar. Und wie er noch fahren kann mit seinen 69 Jahren, der Zünder-Privatfahrer Werner Kritter, mehrmaliger deutscher Geländemeister in der großen Gespannklasse. Gemeinsam mit seinem Schmiermaxen Rolf Kreuzer schwingt er sich auf seinen grünen Elefanten, um auf der Originalrennstrecke bei Oberammergau noch einmal das Duell mit dem BMW-Gespann aufzunehmen. Kritters damaliger Kontrahent, der legendäre BMW-Fahrer Wiggerl Kraus, lebt nicht mehr. Für ihn fährt Karl Ipscher das BMW-Gespann. Im Seitenwagen sitzt Bernhard Huser, langjähriger Renngefährte von Wiggerl Kraus. Herr Ipscher, Sie waren der Nachfolger von Wiggerl Kraus, ja, bei BMW. Wie sind Sie denn dazugekommen? Wir waren in einem Club bei der ACM in München. Und der war immer über mir gesessen. Da hat er zu mir gesagt, jetzt höre ich aber bald auf, jetzt mag ich noch nicht mehr. Da sag ich, Wiggerl, darf ich den Motorrad übernehmen? Dann hat er wortwörtlich gesagt, ja, da muss ein dunkler Anzug gut sein und da soll ich eine Krawatten, dann gehen wir miteinander zum Direktor Bönsch. Und scheinbar hat er meine Krawatten gefallen, ich weiß auch nicht, auf alle Fälle habe ich mir das Motorrad gekriegt von Wiggerl. Und habe halt einen Vertrag auch gekriegt. Ich war das, was der Kritter nicht war, war ich, war ein Materialfahrer. Sie waren ein Materialfahrer, Sie haben ja also alles. Ich habe gesagt, das ist alles aus Eisen, das muss aushalten. Das war mein Wahlspruch, der Spruch geht heute noch bei BMW. Auf der Straße war die BMW ja überlegen, wie man ja, ja auch. Federungsmäßig war sie überlegen gegenüber, ja, der Zünder, aber man wurde schon wirklich nicht. Der Schorsch Meyer hat immer gesagt, das Fahrgestell von der BMW und das Motorle von der Zünder. Und der Kollegen hatte der Kritter so einen Beinamen, er wurde der wilde Kritter genannt. Ja, das war aber meines Erachtens nach vielleicht sehr stark hochgespielt. Von seiner Natur her war er etwas forsch, etwas als Draufgänger verschrien, aber im Prinzip ist er besonnen und ruhig gewesen. Er hat eben nur immer feste Gas gegeben und demzufolge hat man eben den Eindruck gehabt, das ist ein Bolzer. Aber im Prinzip war es kein Materialfahrer, er ist immer mit Kopf gefahren. Ich bin jetzt ein bisschen geistesabwesend, weil wenn ich mir die Bilder anschaue, na, erfüllt mich das direkt mit Wehmut. Was für eine Begeisterung bei diesen Veranstaltungen von den Zuschauern her war. Und was heute für ein Theater gemacht wird, wenn ein bisschen eine Veranstaltung irgendwo im Gelände durchgeführt wird. Schauen Sie sich einmal an, was da für eine Begeisterung da ist. Was zeichnet denn den Geländefahrer eigentlich aus? Welche Fähigkeiten muss denn der haben? Körperliche Kondition. Und dann vorausschauen, vorausgucken. Das ist das Allerwichtigste. Furchtbar waren halt so 6-Tage-Fahrten, wenn es geringt hat. Zum Beispiel Gott Waldorf. Ei, wehe. Und hier wird schon geschoben. Oh, das ist aber auch ein ganz böses Geländestück. Ein Steilhang in einem Hohlweg.
wer hier hängen bleibt und dann noch mit einem Gespann, also der hat wirklich alle Hände voll zu tun. Da kommt Werner Kritter, er schimpft fürchterlich, es muss also allerlei los gewesen sein. Was ist denn da vorgefallen? Also irgendwas, das weiß ich heute nicht mehr. Das, auf jeden Fall hat mich das furchtbar geärgert mit meiner Nase. Und dann haben wir da gleich ein Pflaster da drauf gekriegt und das sieht gleich furchtbar aus. Und jeder vor, was hat er denn auf der Nase? Mei, da waren Solofahrer dabei, gell? Die sind vor Erschöpfung sind die umgefallen. Und haben die Kraft nicht mehr gehabt, dass es mir da Räder stehen. Monza 1965. Mit einer 50 Kubikzentimeter Maschine brach Zündapp innerhalb von 3 Tagen 14 Weltrekorde. Der Werksfahrer Günter Senkfelder erinnert sich. Wir hatten also furchtbar Angst in diesem engen Fahrzeug und die hohen Geschwindigkeiten, die damals mit dem Fahrzeug möglich waren, das war für uns irgendwie beklemmend. Ich nehme da mal die Verkleidung ab, die hier ähnlich zum Abnehmen ist wie am Original. Und das ist also sehr schön nachgebildet. Im Prinzip von dem Serienfahrzeug wurde eigentlich nur der Motor übernommen. Im Jahr vorher, also 1983, wurde die Europameisterschaft gewonnen und im Konkursjahr selbst dann die Weltmeisterschaft der 80 Kubikzentimeter Klasse. Aber das hatte dann keinen Einfluss mehr auf den Fortbestand des Werkes. Der Markt mit kleinen Motorrädern war praktisch am Ende, sodass Zündapp 1984 die Pforten schließen musste. Trotz aller sportlichen Rennerfolge, Zündapp war am Ende. Denn das Management hatte übersehen, dass in den 80er Jahren die Zeit für Mopeds und Kleinkrafträder vorbei war. Das schwere Motorrad als sportliches Zweitfahrzeug war angesagt. Hierbei hatte die japanische Konkurrenz die Nase vorn. 1984 wurden sämtliche Produktionsanlagen des Münchner Zündapp-Werks nach Rotkina verkauft. In der Nähe von Peking werden dort nach Zündapp-Konstruktionsplänen Kleinkrafträder gebaut. Mit dem alten Zündapp-Signe soll ihr Motorrad auch auf den europäischen Markt gebracht werden. Josef Stangl hat mitgeholfen, das Werk aufzubauen. Er berichtet über die Verkaufspläne. Die Absicht besteht schon vom ersten Tag an, wie sie gekauft haben. Die wollten versuchen, das Geld, das sie für den Kauf ausgegeben haben, über den Export wieder reinzukriegen. Weil sie brauchen ja Devisen. Es könnte also sein, dass Zündapp-Motorräder über den Weg Tianjin, China, wieder zurück nach München kommen. Das wäre möglich, ohne weiteres. Und hier gefahren werden. Ja, das ist bestimmt möglich. Und das ist auch ihr Bestreben, das wollen sie. Auch ohne die chinesische Zündapp-Variante, der Mythos Zündapp lebt weiter. Dafür Liebhaber, Sammler und Bastler wie Franz Wüstendörfer. Hier auf dem Prunkstück seiner Sammlung, einer von ihm restaurierten K800. Ihrer Leidenschaft für die Zündapp-Motorräder ist es zu danken, dass ein ruhmreiches Kapitel in der traditionsreichen Geschichte der deutschen Motorradindustrie lebendig bleibt.